wiederholen. So, okay, das läuft. Gut, alle bereit? Immer. Ich sag's bei jeder Band, aber ich muss es einfach wieder sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Ich stehe hier zwischen der kompletten Truppe Blutengel. Es ist einfach Wahnsinn. Also geil, dass ihr da seid und vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Gerne, sehr gerne. Jetzt muss ich von Anfang mal fragen, als ich gehört habe, ihr seid auf dem Summer Breeze, habe ich mich riesig gefreut. Es ist aber eigentlich nicht eure Zielgruppe, würde ich jetzt mal so behaupten, oder? Ja, ich würde sagen, seit heute vielleicht schon. Nee, also tatsächlich haben wir uns auch gewundert. Also das ist halt eine Sache, wo wir gesagt haben, als unser Management gesagt hat, hier, ihr spielt mal auf dem Summer Breeze. Ja, nee, Scherz oder was. Er meint so, nee, bla bla, und hier, da besteht hier schon so ein bisschen Interesse und wir müssen uns ja auch mal unseren Horizont erweitern. Aber es war tatsächlich wie so ein Zahnarztbesuch. Also je näher der Tag rückte, desto mehr ging mir der Arsch auf Grundeis sozusagen, weil es ist halt tatsächlich nicht unser Zielpublikum. Aber man muss ja sagen, also das war heute so geil. Es war einfach geiler als zum Beispiel letztes Wochenende auf Mira Luna. Ehrlich jetzt? Ja, aber ich meine, gut, da waren wir halt ziemlich weit oben platziert und ja, Blutengel kennt man, aber das war so, also hier war es richtig so ein Kampf. Wir mussten rausgehen und sagen, okay, jetzt müssen wir uns beweisen. Jetzt müssen wir richtig irgendwie was tun. Und das war dann so cool, weil die Leute haben einen so gut aufgenommen. Ja. Und irgendwann lief das dann so und es war echt total geil, wo ich sage, oh, ich hätte jetzt noch eine Stunde länger spielen können. Also geil. War echt super. Ja, es ist schade, dass es so schnell vorbei war. Ich habe es gesehen, ihr seid richtig geil abgegangen. Es war eine super Show. Aber wie war das dann so die 5 Minuten vorher? Bist du durchgedreht oder war es dann so, yo, ich bin ganz cool, ich gehe jetzt auf die Bühne? Man ist ja immer nervös, egal bei was, ne? Aber heute war es so, oh Gott, so viele langhaarige Menschen und wir so nur eine Gitarre anstatt 10, was man ja sonst bei den ganzen Metal-Leuten hier so mal auf der Bühne sieht, ne? Aber dann im Endeffekt, wenn man erstmal draufsteht auf der Bühne und die Leute sieht die Arme hoch und alle klatschen schon im Intro, war das natürlich so, wow, jetzt, das wird gut. So, jetzt wird's geil, ne? Und war dann auch für uns, ne? Für uns alle. Tänzerin, Musiker, Sänger, also war super, wirklich. Das heißt, man kann euch jetzt öfter auf Metal-Festivals erwarten, oder ist das jetzt... Ja, weiß ich nicht. Also wenn man jetzt zumindest nochmal antwortet, würde ich sagen, ja, ich würde es wieder machen. Also das ist nicht jetzt so mit den Gedanken verbunden, die wir vorher hatten. Also es war echt cool, die Leute sind halt echt cool drauf. Also man weiß ja nie, was einer war, der da sein könnte. Ich schmeiße einen Tomaten, Alter, was seid ihr für eine blöde Kombo? Ja. Und es war echt cool. Also jederzeit wieder. Nee, also was heißt härtere Richtung? Wir wollen halt schon immer, wir haben auf dem letzten Album ein paar Gitarren reingebracht, aber eher akustischer Art und auch ein paar verzerrte, aber haben die noch relativ weit nach hinten gemischt. Es kann durchaus sein, dass beim nächsten Album einfach mal, also wir werden jetzt keine Metalband werden, aber das ist schon eine Richtung, die wir eingeschlagen haben, die, da werden wir auch nicht mehr zurückgehen. Also reiner Elektro ist es schon lange nicht mehr. Habt ihr euch vorbereitet? Ich weiß es nicht, ich habe euch vorher nicht gesehen. Ja, bereiten wir uns vor. Ja. Muss ich ein bisschen rüberdrehen, dann sieht man das. Also erstmal gibt es ja von Chris immer relativ früh schon Demos und MP3s und eine Menge Zeug zum Einarbeiten. Und dann bereitet sich jeder selbstständig vor. Wir sind jetzt keine Band, die jetzt wie groß probt, sondern da wird die Musik rübergeschickt und dann lernt jeder sein Zeug und seine Stimmen und dann ist die erste Show das, was dabei rauskommt und das ist meistens gut. Ja, also das ist tatsächlich so, dass wir halt... dass die beiden sozusagen und Disco sind halt die Musikerfraktion, wie wir mal sagen, die müssen natürlich schon proben, aber da müssen wir nicht unbedingt dabei sein. Wir üben für uns, also wir üben die Gesänge zu unseren Playbacks und wenn die Jungs sagen, ey, sitzt, läuft alles, dann mache ich mir keine Gedanken, dann gehe ich auf die Bühne und dann sitzt es halt auch. Also wir sind eben keine Proberaumband, die dann irgendwie da noch rumfummeln muss, weil jeder weiß halt, was er zu tun hat. Ja. Ich muss meine Vocal Parts und die Show-Einlagen so ein bisschen wissen. Uli muss ihre Vocals machen und das machen wir halt von zu Hause, aber wie gesagt, so eine richtige klassische Band sind wir ja nicht. Aber interessant, was du sagst, die Musikerfraktion. Wie seht ihr euch dann selbst? Seht ihr euch als Musiker, Produzenten, Entertainer? Was ist das für euch, wenn ihr auf der Bühne steht? Eigentlich ein bisschen von allem. Also ich meine, ich produziere ja schon die Musik, also das mache ich ja schon komplett selber. Und wenn ich auf der Bühne bin, bin ich natürlich der Entertainer, aber ich bin halt nicht der Musiker im klassischen Sinne. Also ich brauche halt noch Leute wie Konrad, Tom und Disco, die mir da halt helfen, damit das dann so klingt auf der Bühne, wie es ist. Ja, aber irgendwo ist man halt, ein bisschen von allem eigentlich, das ist es halt. Hast du eigentlich so einen Lieblingssynthesizer, den du empfehlen kannst, wenn du produzierst? Nö. Es kommt gerade alles rein. Das kommt halt immer auf den Song an. Also man hat ja eine große Auswahl und nimmt immer das, was halt irgendwo einem gerade da als passend erscheint. So, jetzt habe ich dich ganz schön aufgefragt, Uli, ich komme wieder zu dir rüber. Du bist ja jetzt auch schon eine Weile dabei bei Blutengel. Wie war das für dich, damals einzusteigen? So mal ganz weit zurück. Oh je. Überraschend schnell.
aber schön. Also, ich musste gestehen, ich war vorher Blutengel-Fan. Naja, durch so einen dummen Zufall ist man dann da so reingerutscht und hat sich ja stetig aufwärts entwickelt. Zum Anfang natürlich noch sehr schüchtern und ja. Oh Gott, und Blutengel und oh, die Show und oh, ob ich gerade alles hinbekomme und Texte und Melodien merken und so, weil vorher kann ich das ja fast noch gar nicht. Also war ja, sag mal, zwar schon in der Kneipe mal gespielt, irgendwie vor 30 Leuten, aber wenn du dann so vor 500 oder 1000 Leuten stehst, ist ja dann doch schon ein Unterschied. Wirklich? Also noch keine größere Erfahrung gehabt? Nee, noch gar nicht. Wahnsinn. Zwar schon ein paar Mal live und so, aber wie gesagt, im kleinen Rahmen und auch wie gesagt, ich habe nie Gesangsunterricht gehabt, ich kenne keine Note, ich kann kein Instrument, also das ist alles so autodidaktisch irgendwie angeeignet und mit den Jahren gewachsen. 10 Jahre sind es jetzt übrigens, dieses Jahr werden 10 Jahre Blutengel. Machst du Jubiläumsfeier? Ja, mal schauen. Mal gucken vielleicht so. Mal sehen, mit ein paar ausgewählten Leuten. Und wie seid ihr dann aufeinander aufmerksam geworden? Ich hatte vorgestern habe ich mit Battle Beast und die hatten ja auch die Nora da neu reinkriegt und also ihre Sängerin damals austauschen müssen und die ist über YouTube auf das Ganze. Also die Band ist über YouTube auf die Sängerin aufmerksam gekommen. Wie war das bei euch? Kanntet ihr euch dann vorher schon oder darf man das nicht wissen? Darf ich das vorher fragen? Ja, das kann man schon sagen. Also bei mir ist halt so, ich hatte auch eine ganze Zeit lang halt eine Plattenfirma, ein Label gehabt und hat sich dann mal eine Band beworben, wo ich dachte, naja, Musik geht so, ist eigentlich nicht schlecht, aber die Sängerin ist geil. Und da haben wir irgendwie deswegen halt habe ich halt die Platte irgendwie veröffentlicht. Und dann haben wir es auch als Support mitgenommen, mal mit Blutengel im Vorprogramm. Und dann dachte ich, man, die Sängerin ist ja wirklich live auch richtig geil. Und dann war ich richtig ein Arschler, habe irgendwann mal gesagt, du sag mal, willst du nicht vielleicht mal bei mir einsteigen? So. Also war irgendwie ein bisschen fies auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch für Uli das Beste, was passieren konnte. Weil also das, man weiß nicht, ob das mit der anderen Band jetzt groß geworden wäre. Und wir waren halt schon ein bisschen bekannter und so weiter. Ja, und da war ich halt ganz frei. Ja, die Stimme musst du halt bei dir haben und Fragen kostet nichts. Erinnerst du dich noch an dein allererstes Mal auf einer Bühne, wie das war? Das war schlimm. Also es war insofern schlimm, weil ich wollte nie Sänger werden. Ich wollte immer im Hintergrund stehen, aber okay. Ich habe irgendwie keinen Sänger gefunden und dann musste ich beim ersten Konzert irgendwie auf die Bühne gehen und singen. Es war aber war 1993 oder so, also schon. Ganz ruhig ein bisschen mehr erzählen. War das im Club? Es war im Club, es war so typisch. Ich war da Resident DJ in dem Club und da haben auch andere Bands gespielt und irgendwann habe ich gesagt, hey, du, ich habe da auch eine Band, kann ich nicht mal hier auch, wenn da mein Band spielt, mal vor irgendwie spielen? Und der so, ja, kannst du machen, Geld gibt's nicht und so, kannst du 20 Minuten spielen. Hast halt gemacht und war grauenvoll, also lief halt eben nur ein Playback und Klein Chrissy hat da vorne irgendwo rumgeschrien. Ich glaube, die Leute fanden es auch nicht so klasse, weiß ich nicht, also die Resonanz war jetzt nicht so groß und dann, das war mein erstes und danach habe ich erstmal eine Weile Pause gemacht und habe gesagt, ich muss mal überlegen, wie ich das richtig mache und dann kam das dann alles irgendwann. Warst du dann schon in der schwarzen Szene da unterwegs oder kam das dann erst durch Blutengel? Nee, also ich bin schon seit ungefähr 89 in der schwarzen Szene unterwegs. Erst als Konsument, dann als DJ, dann habe ich halt angefangen eben auch so eine Musik zu machen und dann hat sich das Ganze entwickelt. War schon sehr lange. Generell, wie kamt ihr dann auf die Szene, also überhaupt in die Richtung zu gehen? Weißt du das noch? Ich weiß es auch tatsächlich noch, ja. Ich war mit meiner Freundin damals in irgendeiner bescheuerten Disco und die Mucke war totale Scheiße und ich habe mich gelangweilt und sie fand das alles ganz toll. Und ich gesagt, ich gehe mal ein bisschen rumgucken, habe mir mein Bier genommen und bin irgendwie in den Keller gegangen und das war so ganz anders da, war alles düster, da waren schwarz angezogene Gestalten, die Musik war völlig anders. Dachte ich, was ist das denn, das ist ja interessant. Und dann blieb ich den ganzen Abend irgendwie da unten, meine Freundin hat mich dann irgendwann gesucht und gesagt, wo bist du denn? Ja, ich so, hier unten ist viel schöner. Und dann bin ich halt regelmäßig in diesen Club gegangen und immer natürlich da unten in den Keller sozusagen und so fing das dann alles an. Dann habe ich die DJs gefragt, hey, was läuft denn da gerade? Und habe mir das aufgeschrieben, habe mir CDs, Platten geholt und so. Und so startete das dann. Das ist aber interessant, dass du sagst, weil bei mir war das mit dem Metal ähnlich. Also ich bin auf Summer, was hatte sich Summer Breeze? Ich war damals 18, ich kannte überhaupt, also hatte Metal nichts am Hut. Meine Freunde haben mir ein Ticket hierher geschenkt. Bin ich hier hingefahren, ohne Band zu kennen, kam nach Hause und hab 20 CDs bestellt. Also. So muss sein. Genau, wie war es bei dir? Durch meine Cousine. Okay. Die war so Secure-Fan und auch so Wuschelhaare und so. Und dann bin ich so rangekommen. Also mit der habe ich oft zusammengehangen, damals noch als Teenager. Und da hat sich das dann so entwickelt und die hat mich so eingeführt, also die Beschmut und Secure und Sisters und so in die Ecke. Und dann hat sie mich mal mitgenommen zur Disco, ne, mal nach Berlin rein oder so. Ja, und so hat sich das dann entwickelt, ja. Nee, also damit habe ich sowieso nicht gerechnet. Wie gesagt, ich hatte ja auch vorher eigentlich noch ein anderes Projekt, was mein Hauptprojekt war. Und Blutengel war nur so eine dumme Idee sozusagen, wo meine Plattenfirma dann damals gesagt hat, oh, muss das sein, brauchst du jetzt ein Nebenprojekt? Und oh nee, und war erst total dagegen. Und wir haben dann halt die Platte rausgebracht und auf einmal ist das irgendwie, ja, kann man schon sagen, ziemlich durch die Decke gegangen.
so durch die Decke gegangen, dass ich meine Hauptband quasi nicht mehr habe oder schon eine Weile ad acta gelegt habe. Erst darf ich mal fragen, ich bin da schlecht informiert, aber wie hieß die Band denn? Terminal Choice. Okay, muss ich gleich mal googeln. Kannst du mal googeln. Das war dann zum Schluss tatsächlich auch eher ja, Rock, also schon mit Schlagzeug und so und Gitarre, weil ich das halt auch gut finde. Deswegen fühle ich mich auf dem Festival sehr wohl. Ja, aber das ist dann halt eine Band gewesen und mit den üblichen Befindlichkeiten von Bandmitgliedern und so weiter und tatsächlich Proberaum. Ja, und dann kam halt dieses Nebenprojekt und das ging dann gut ab und ja, das wurde dann immer mehr und da bin ich dann mehr dabei geblieben. Hast du dann da auch gesungen oder hast du ein Instrument gespielt? Nee, auch gesungen und die Songs produziert und geschrieben, ja. Cool. Und wäre es bei euch, also ich meine, ihr seid jetzt relativ durch die Gecke, ich sag mal, ihr seid für mich meiner Meinung nach eine sehr etablierte Band in der Szene, aber auch über die Szene hinaus. Wenn das nicht passiert wäre, hättet ihr einen Plan B gehabt? Weil ich weiß nicht, oder sagt er mal, nee, also entweder Musik oder es wäre gar nichts geworden. Nee, also naja, sowas planst du sowieso nicht. Also bei mir ist es Glück halt sozusagen, dass ich seit, mittlerweile sind es tatsächlich 15 Jahre, 14 Jahre, bin ich halt nur noch Musiker sozusagen. Also vor 14 Jahren war es schon so gut, dass ich gesagt habe, okay, muss nicht mehr arbeiten gehen. Alle Kraft, alle Zeit in die Musik stecken. Und das war aber nicht geplant. Also ich hätte, ja damals hatte ich einen Plan B, einfach weiterarbeiten und die Musik weiterhin als Hobby betreiben. Ja. Aber die Musik nahm dann halt zu viel Zeit in Anspruch. Konzerte wurden schon gebucht, Touren. Irgendwann habe ich gesagt, also dieses mickrige Angestelltengehalt, das ist zwar schön, weil es gibt dir Sicherheit, aber wenn du jetzt noch mehr in die Musik investierst, dann kannst du irgendwann zumindest genauso gut leben erstmal, ja, wie wenn du halt einen normalen Job hast. Und das hat halt irgendwie eben mittlerweile seit 14 Jahren so funktioniert, ja. Darf ich dich fragen, was du gemacht hast oder ist das geheim? Ich habe in der Apotheke gearbeitet. Ich habe pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte gelernt und habe dann mit Kittel da und mit Medikamenten hantiert. Cool. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich bin der Stino, wie man immer so schön sagt. Also arbeitende Bevölkerung, 40-Stunden-Woche und Hobby nebenberuflich Sängerin. Ja. Also bei mir reicht es leider auch noch nicht zur Vollzeit. Ach so, Musikerin. Ah, jetzt ist der also, Grund gefallen, es tut mir leid. Ja, nein, aber es ist auch gut so. Ja. Also es ist für mich okay. Also ich kann halt meine Urlaubstage nehmen, ja, halt für die Konzerte und es ist, also für mich, ich lebe gut so. Also du hast einen guten Arbeitgeber. Genau, Moment, ja, genau. Die sind das sehr kulant und sind fragen immer, und wo wart ihr und was habt ihr gemacht und so. Also das ist schon okay so. Wird es langsam nicht ein bisschen knapp so mit den Urlaubstagen? Ihr werdet ja jetzt immer, tretet immer mehr auf und werdet ja auch immer mehr gefragt. So, wie kamt ihr überhaupt auf Summer Breeze? Hat euch Achim angesprochen oder selber? Also ich habe genug Urlaubstage. Es reicht noch, reicht es. Kann natürlich sich noch ändern. Vielleicht muss ich dann auch mal zu Hause bleiben. Ja, aber bis jetzt geht's an. Meistens sind wir auch nur am Wochenende unterwegs. Also die Touren sind ja in der Woche mal 2, 3, 4 Tage. Aber ansonsten ist ja dann Sonnabend, Sonntag und da geht's. Also da habe ich keine Probleme mit. Ja. Ja. Ich finde deinen Akzent so schön. Ja, schön, ne? Ich liebe dieses Entschuldigung, ich versuche mal Hochdeutsch, aber... Nein, red so, weil ich finde das geht, so es toll. Es geht nicht. Ich war vor kurzem das erste Mal tatsächlich in Berlin und ich liebe diese Stadt. Ja, ich liebe diese Stadt. Könnt ihr mir einen Tipp geben, wenn ich nächstes Mal da bin, wo ich unbedingt mal hin muss? Ganz Berlin. Metal-Kneipe Friedrichshain. Okay, da gucke ich mal hin. Da gucke ich das nächste Mal hin. Da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Und so in der Szene selber, wie seht ihr euch da? Jetzt mal ganz allgemein gefragt, wenn ihr so in die Szene guckt. Also ja, in der schwarzen Szene oder so, keine Ahnung. Also ich meine, wie soll man sich sehen? Also wir sind, ja, wir sind relativ erfolgreich, das ist schön. Man guckt, man hat viele Neider, man macht eben nicht immer das auch, was die Szene von einem erwartet, das ist klar. Sondern wir machen halt immer, wozu wir Bock haben und ändern unsere Musik so jetzt, wie gesagt, mit Musikern und so weiter, wie ich halt Lust habe. Das mögen nicht alle, aber trotzdem ist der Erfolg noch da. Und ja, du hast halt natürlich viele Neider, viele Leute, die sagen, so ein Quatsch. Aber trotzdem fühlen wir uns da noch wohl. Also wir haben unsere Fangemeinde relativ vergrößert und relativ stetige Fangemeinde, die uns wirklich schon seit Jahren, Jahrzehnten folgt. Und so gesehen fühlen wir uns da schon noch wohl. Aber die Leute sind auch mittlerweile... haben auch gelernt, dass wir nicht immer das machen, was sie erwarten. Also wir hatten eine erfolgreiche Elektroplatte und auf der nächsten Platte waren auf einmal klassische Sachen drauf ein bisschen. Das fanden die aber auch gut. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr mit Akustikgitarre und so Sachen. Das finden sie auch gut. Also wenn man das halt leicht irgendwo einbindet und nicht stehen bleibt, aber halt so mit Fingerspitzengefühl neue Elemente einführt, das hat bis jetzt immer gut geklappt. Also deswegen. Ich habe es im Interview gesehen, euer Schaffungsprozess ist ja schon zusammen. Du machst zwar die Musik, du komponierst das Ganze, aber du bei der Vocal-Entwicklung bist du auch mit dabei. Genau.
Wenn ihr da jetzt einen Song schreibt, geht es primär darum, euch muss er gefallen? Oder sagt ihr, ich mache die Musik jetzt dafür, dass ihr Geld verdient? Wenn das so wäre, natürlich muss man als Musiker ja Geld mit der Musik verdienen, aber wenn das so wäre, dass man nur noch die Musik macht, um Geld zu verdienen, dann wäre es das Falsche. Das ist eine schöne also, Antwort. Das ist nicht richtig. Wir machen das halt, was wir wollen, und wir haben das Glück, dass es den Leuten auch gefällt. Wenn du sagst, du hast eben Neider erwähnt, legen euch Leute dann auch Steine in den Weg? Oder sagst du, die könnt ihr euch immer ganz gut umschiffen? Naja, was heißt Steine in den Weg? Es gibt immer irgendwie die ein oder andere Sache auf irgendwelchen Festivals, wo du dann halt künstlich ein bisschen unten platziert wirst oder so. Aber das ist mir auch relativ egal, weil ich bin halt ein Typ, ich mache das schon so lange, dass ich das halt, also ich brauche dieses Rumgewichse nicht, hey, du spielst jetzt vor mir, du spielst jetzt nach mir, du bist der Dritte von oben, nee, du bist der Vierte von oben. Aber da gibt es immer welche, die wollen einen klein halten. Aber mir ist es letztendlich egal. Ich gehe auf die Bühne, mache das für die Leute, freue mich, wenn die kommen. Und ob die nun um 21 Uhr uns sehen oder um 22 Uhr, ist mir persönlich völlig egal. Ja, und das sind also ein paar Sachen, was da so passiert. Aber ansonsten schaffen wir es dann schon, die kleinen Sachen auch natürlich zu umschiffen. Dann. Dafür mache ich das alles. Ne? Also gehe raus und gebe alles. Und das ist für mich so Adrenalin und so. Also da weiß ich, wofür ich mich ins Studio stelle und einsinge und die Platten rauskommen und mit Chris zusammen einen Song erarbeite und so weiter. Und wenn dann die Leute sagen, wow, der war ja toll, der Song, und die hat ja eine geile Stimme, dann ist das für mich schon so, eigentlich reicht mir das schon so. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also so dieses, boah, toll. So, die sind voll abgegangen, geil. So. Also das ist so für einen Künstler, glaube ich, auch das Schönste an der ganzen Sache. Wenn du so rausgehst und die Leute einfach mal klatschen oder so wie heute mit diesem, wie heißt das? In diese Crowdsurfing, genau. Also das hat man noch nie, muss ich dazu sagen. Ja, aber nee, cool. Wirklich. Da habe ich dann immer gedacht, hat er jetzt Durst, will der nur was trinken und kommt halt so nicht aus der Masse raus, oder macht er das jetzt, weil das cool ist? Cool. Naja, man überlegt ja so. Da habe ich immer so ein bisschen vor mich hin gegrinst, aber ja, ist halt schön. Also mir, wie gesagt, wenn die Leute mich anlachen und Uli schreien zum Beispiel oder so, ja, das ist dann für mich so, oh, das habe ich aber richtig jetzt. Basic, wofür ich das alles mache. Toll. Das ist cool. Nicht nur, weil ich hier gebucht wurde und weil ich jetzt eine Show machen muss, sondern weil ich selber will und weil ich mich nur freue und weil für mich halt, wie gesagt, dadurch, dass ich ja normal arbeite, ist es für mich auch noch so ein kleiner aus dem Alltag entfliehen. So. Ja. Also, der Applaus ist das Brot des Künstlers. Genau. Ja? Es ist halt was anderes. Wie gesagt, es ist anders. Die Leute sind natürlich ein bisschen distanzierter. Das bringt diese Szene und das Ganze schon mit sich. Aber wir sind zum Beispiel auch eine Band, die ein bisschen bekannt dafür ist, es auch aufzubrechen. Also ich bin jetzt auf der Bühne auch nicht bierernst. Ich mache trotzdem meine lustigen Sprüche, wenn ich gut drauf bin. Weil es macht mir Spaß, es soll den Leuten Spaß machen und ich muss jetzt in dem Sinne keine Rolle spielen. Also ich bin kein Mensch, der ständig nur schlechte Laune hat. Ich stehe total auf diese Gothic-Szene, bin auch einen großen Teil... Ja, identifiziere ich mich mit sehr vielen Sachen, aber ich habe auch trotzdem mal gute Laune. Und wenn ich zum Beispiel auf so einem Festival bin und es ist geiles Wetter und ich spiele hier, dann kannst du auch mal einen Witz machen und einfach auch mal lächeln. Und das finde ich, das machen viele Bands aus der Szene halt eher nicht. Das ist dann wirklich eher so, hey, wir sind Gothic. Ja, kann jeder machen, wie er will, aber für uns ist eher so, dass man wirklich sagt, nö, wir sind halt, wie wir sind. Und wenn wir halt gute Laune haben, dann können die Leute es auch ruhig spüren. Spielt eigentlich lieber große Hallen oder kleine Clubs? Was ist da so Präferenz oder ist es beides? Ist immer schwer zu sagen, eigentlich ist es beides. Also bei den Hallen, wenn wir unsere eigenen Konzerte machen, dann weiß natürlich, Leute kommen extra wegen uns. Also da ist es so eine Art sichere Bank, da fühlst du dich wohl. Und wenn du halt auf Festivals spielst, dann sehen dich mehr Leute. Und es ist halt dieser Kampf, sich zu beweisen, was halt auch immer geil ist oder Spaß macht. So mal sehen, was passiert, eben so wie heute. Einfach rausgehen und sagen, jetzt müssen wir aber mal hier die Leute, die eigentlich auf eine ganz andere Band warten, überzeugen. Das ist beides geil. Ja. Könnte ich jetzt nicht sagen, was da besser ist. Cool. Noch eine allgemeine Frage. Ich weiß, du fragst 20 Leute sagen was anderes, aber ihr habt schon eine relativ lange Geschichte hinter euch, auch zusammen eine relativ lange Geschichte. Gibt es so ein Ereignis, das erste, was euch in den Kopf kommt, was so prägend war? Das erste, was euch in den Kopf kommt? Ja, bei mir war es tatsächlich der erste Auftritt, weil dieses Projekt, was ich als Nebenprojekt gestartet habe, wollte ich nie mit live auftreten. Das war so, mache ich nicht. Und man hat zwar schon Anfragen, ich habe gesagt, es bleibt ein Studioprojekt, ist so. Ja. Und irgendwann hat dann halt mein Management sozusagen gesagt, Alter, du hast jetzt hier die Chance, Headliner beim WGT, du musst da hin. Agrarhalle, was weiß ich, 8000 Leute oder so, du musst da hin. Ich so, okay, machst du das halt. Aber ich wollte das nie, ich habe
vorher mit der Band nie was gemacht und dann halt gleich so. Also nicht erst mal angefangen vor 100 Leuten, sondern gleich so wirklich da zack rein. Und das war echt, also das weiß ich noch, ich war so aufgeregt, ich habe nicht mal Bock gehabt, mich umzuziehen. Ich bin so auf die Bühne gegangen, weil ich dachte, nee, ich will meinen Schlapperpullover anlassen, weil ich mich wohlfühle. Und war so unsicher und komischerweise kam es aber so gut an. Cool. Und ja, das legendär. War so echt... Legendär ja. sein. Warst du da? Nee, okay. Leider nicht. Ja, mal YouTube und okay, so. Okay, ja, klar. Hat man ja noch so, ne? Hast du ein Ergebnis, was dich so geprägt hat? Ja, mein erstes Mera Luna. Okay. Irgendwie 25.000 Leute und ich glaube, da war ich auch noch ja nicht so lange. War doch 2005 war das doch gleich, ne? Das war gleich das erste Jahr, wo ich angefangen hatte beim Blutdinger und dann gleich hier, zack, nur fahren wir zu Mera Luna. Ach du Scheiße. Aber ich hatte ja zum Glück ein langes Kleid an. Ja, so ein richtig pompöses, langes Kleid, weiß ich noch. Und mir haben die Knie gezittert, wirklich. Hätte ich das lange Kleid nicht angehabt, die hätten sich tot, der lacht die Leute, ja. Wirklich hinter der Bühne so, ich muss jetzt raus. Aber lief gut. Also, hab mich bewiesen, glaube ich. Also, war. Aber das war so mein erster, wo ich dachte, oh. Also, ich muss sagen, aus meiner Sicht her, ich bin ja Laie in der Szene, ich komme bei meiner Freundin da noch ein bisschen rein. Ihr überzeugt mich, also auch in der gesamten Truppe. Ich fand euch vorhin wirklich Hammer, ihr habt super gespielt. Jetzt will ich euch aber auch nicht ganz liegen lassen. Wie ist es denn für euch in der Band jetzt zu spielen? Was ist das? Wie fühlt sich das an? Also super gut. Also es ist so ein bisschen wie Chris gesagt hat, also wir gehen da total mit. Wenn wir jetzt im Club spielen, wo uns die Leute kennen, das ist, wie er gesagt hat, das ist eine sichere Bank. Man weiß ungefähr, was einen erwartet. Und heute war in der gesamten Band zu spielen, alle wussten nicht, wie wird das hier heute bei diesem Festival? Irgendwie eine ganz andere Zielgruppe. Geht die Hälfte nach dem zweiten Song oder bleiben die? Und dann am Ende haben die uns gefeiert. Also schon eigentlich nach dem dritten, vierten Song haben die uns gefeiert. Und ich gehe da einfach total mit. Also ich stehe da nicht einfach nur auf der Bühne und mache mein Ding, sondern mich nimmt das emotional auch sehr mit. Also es ist eine sehr coole Sache mit Blutengel für mich. Ja, doch, das haben wir gemerkt. Das hat mich ganz befand. Du hast an den Drums, gell? Ja. Das war saucool, ganz ehrlich. Ah, danke schön. Das war so toll. Du bist gestanden, das fand ich einfach nur richtig, richtig geil. Also, dass ihr das gemacht habt, weil du hast immer die Probleme, Drummer zu filmen. Fürs Videomaterial einen Drummer zu kriegen. Ja, richtig, du kriegst die Leute nicht. Und dich habe ich endlich auf Video, das ist so schön. Ja. Dankeschön. Ja, danke, super. Habt ihr super gemacht. Ja, genau. Zwei Fragen habe ich noch. Einer kommt aus der Community, wir sind vorhin schon mal in eine ähnliche Richtung gegangen. Der Thomas fragt, habt ihr so einen Plan, wo es musikalisch hingehen soll oder ist das komplett offen? Es ist offen, also es wird zumindest das, was wir bis jetzt eingeführt haben, wird bleiben. Also wir gehen jetzt nicht wieder zurück, dass wir sagen, nö, jetzt hier, tschüss Tom, mach's gut, keine Gitarren mehr. Nö, das bleibt. Und wie wir das jetzt ausbauen oder so machen, das weiß ich noch nicht. Also unser nächstes Album kommt erst 2017. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe natürlich schon Ideen, ich habe auch schon Songs angefangen. Also ich sag mal, wer das letzte Album gut fand, wird das neue Album bestimmt auch gut finden. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt ganz was anderes machen, aber es ist auch nicht so, dass wir alles eins zu eins wiederholen. Oh, da freue ich mich drauf. Das ist cool. Ja, letzte Frage, die ist ein bisschen speziell, die heißt, wünscht ihr was? Das Hintergrund hinter der Frage ist eigentlich der, ich frage hier ziemlich viel, ich weiß, viel wird auch gefragt in anderen Interviews, es gibt, ja, ihr kriegt auch jede Menge um die Ohren gehauen. Gibt es so eine Frage, die ihr eigentlich immer mal beantworten wollt, oder sagte, die ist eigentlich alles durch, die wurde noch nie, irgendwas, was noch nie gefragt wurde, immer, das ist jedes Mal am Interview, oh Mann, und warum haben die denn nicht? Gibt's da was? Wir wurden schon so viel gefragt, also ich glaube, das ist alles eine gute Frage, diese Frage, aber mir würde tatsächlich jetzt auch nichts einfallen, also weil eigentlich, man hat schon so viel gesagt, was könnte man uns wagen, keine Ahnung. Aber dann hat es schon ihren Ziel erreicht, weil dieses Denken, weißt du, ich finde das ganz, ganz interessant. Wenn dir was einfällt, kannst du mir gerne mal auf Facebook schreiben, würde ich mich sehr freuen. Also jetzt da fällt mir nichts ein, weil ich glaube, wir haben schon viel gefragt. Dann lass mal umdrehen, gibt es eine Frage, die du gar nicht mehr hören kannst? Eigentlich auch nicht. Cool. Also, weil, ich meine, so Leute, sag mal, wenn wir hier sind, ist mir klar, dass zum Beispiel Fragen vielleicht wiederholt werden, weil hier jetzt nicht die Gothic-Szene ist, sondern halt andere Szene. Da erzählt man gerne nochmal die Sachen auch für ein anderes Publikum. Nö, also ich bin da, die können alles auch zehnmal fragen. Ich sag das gerne. Also, bin da entspannt. Ich möchte, dass jeder alles weiß, was er gerne wissen möchte, also was ich auch preisgebe. Und insofern soll er informativ sein. Also kann man uns alles fragen. Wir müssen es ja nicht beantworten. Genau. Also. Vielen Dank, dass euch die Zeit genommen habt. Es war sehr schön. Jungs, sehr es tut gerne. Mir leid, dass ihr jetzt ein bisschen außen vor wart, aber sonst wäre es echt chaotisch geworden. Ich kriege jetzt bestimmt ganz viel Hate unten in den Kommentaren. Also, ich habe es verdient, Schande über mein Haupt. Es war echt toll. Dankeschön. Ihr seid eine super Band. Ihr seid echt cool auf dem Boden geblieben. Hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank. Lasst noch schön ausgehen. Fahrt ihr jetzt gleich nach Hause? Bleibt da noch ein bisschen? Wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen was besprechen. Also was trinken. Und mal gucken, dass wir uns noch ein paar Bands angucken können. Und heute Abend so, keine Ahnung, um 9, 9:30 geht's nach Hause. Jetzt muss ich doch eins noch fragen, weil das hab's gerade gehen. Kannst du noch mal kurz so machen? Ich finde, du hast extrem tolle Fingernägel, aber die sind auch arschpflegeaufwendig, oder? Nö, gar nicht. Echt nicht? Also ich bin so, das habe ich schon seit ich denken kann, immer lange Fingernägel. Ich mache da nicht viel für, außer feilen. Krass.
Jetzt sind sie ein bisschen schmutzig vom Auftritt, aber ansonsten ja, krass. Ich mag halt lange Fingernägel. Also ich würde es mir ja auch gern so wachsen. Das Problem ist, ich spiele Gitarre und dann wird es schwierig. Dann darf man da geht's leider nicht, ne? Super, ich danke euch, vielen Dank. Habt noch einen schönen Abend. Alles klar. Das war das Interview mit Blutengel. Es war saugeil. Leute, bis dann. Ich mache aber nochmal eine richtige Endcut. So, und da seid ihr auch schon auf der Endcut. Heute alles ein bisschen improvisierter, denn ich habe mein Stativ leider beim letzten Auftritt mit der Band kaputt gemacht und das ist ein bisschen doof. Voll auf der Bühne zertrümmert. Ja, dementsprechend ganz ein bisschen improvisierter. Erstmal herzliches Dankeschön an Blutengel. Vielen Dank an die gesamte Truppe, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr da wart und dass ihr auch mit der ganzen Band aufgekreuzt seid. Das war mega cool. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß und ihr seid echt toll. War super. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und vielleicht kann man das Ganze ja mal bei einem Bierchen oder so wieder wiederholen. Das wäre auf jeden Fall cool, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann nehmt doch dieses Video hier und postet das auf Facebook, teilt es auf Twitter, Instagram, was ihr auch alles macht. Das wäre echt cool, damit würdet ihr mir mega helfen und ich würde mich immens freuen. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann teilt das Video und ansonsten findet ihr unten noch zwei Videos. Zum einen das Interview mit Battle Beast vom Summer Breeze und nebendran muss ich mal gucken, was ich noch reinpacke. Vielleicht einen Festivalbericht, mal gucken. Irgendwas anderes findet ihr auf jeden Fall noch auf der anderen Seite nebendran. An der Seite könnt ihr dann auch Orkhaft abonnieren, wenn ihr Teil dieses unglaublichen Clans werden wollt. Und ansonsten, ja, habt noch eine geile Zeit. Das war jetzt wirklich das letzte Videomaterial vom Summer Breeze. Das ist unglaublich. Ich habe es echt geschafft, mal alles zu schneiden. Das ist echt geil. Das heißt, bald gibt es auch wieder neue Videos und neue Interviews mit neuen Bands. Und spielt Spaß und Freude. Und ich gucke wieder auf meine scheiß Seitenbestimmung, nicht in die Kamera. Also verzeiht es mir. Habt noch eine geile Zeit. Habt einen geilen Tag. Und das geht so nicht mit dem Stativ. Und dann machen wir es eben so. Habt noch eine geile Zeit. Und bis zum nächsten Mal.